Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar in unserer Reihe zur Mobilfunkpolitik. Heute ist ein ganz besonderes Thema und zwar die BIFI-Studie über Insekten. Macht Mobilfunk unseren Frühling stumm? Fragezeichen. Mein Name ist Kati Langner. Ich bin auch heute wieder für die Technik zuständig und an meiner Seite ist Anja Schmidt vom Arbeitskreis Elektrosmog Hamburg. Vielleicht sind heute einige Zuschauer zum ersten Mal dabei oder nur selten dabei gewesen. Ich würde gerne kurz zeigen, wo alle Webinare dieser Mobilfunkreihe zu finden sind. Dazu schalte ich mich mal auf die Seite von Diagnose Funk. Und zwar ist das hier zu sehen. Oben im Browser sehen Sie die Adresse, den Kurzlink www.diagnose-funk.org/1680. Hier kann man alle Webinare finden, die seit 2021 organisiert wurden, stattgefunden haben. Hier sind alle Hintergrundinformationen zu finden. Die Vorträge der Referenten können runtergeladen werden. Die Videomitschnitte können angesehen werden. Und so ist auch das heutige Webinar dann hier zu finden mit allen Hintergrundinformationen. Das sehen Sie dann hier unten. So, und nun ist alles von mir gesagt und ich übergebe an den Moderator des heutigen Abends, an Helmut Kern. Er ist der Vorsitzende des Vereins Mobilfunk Bürgerforum. Bitte schön. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie so zahlreich an diesem Webinar teilnehmen, das vom Netzwerk Risiko Mobilfunk veranstaltet wird. In diesem Netzwerk sind verbunden Diagnose Funk, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation für umweltverträgliche Funktechnik und Schutz vor Elektrosmog sowie Mobilfunk Bürgerforum, Dachverein Mobilfunk kritischer Bürgerinitiativen. Wir schauen uns heute zur Einstimmung in das Thema zuerst ein Video über die BIFI-Studie an. In einer lebendigen Welt, die auf Vielfalt angewiesen ist, spielen Insekten eine unschätzbare Rolle. Hummeln, Schmetterlinge, Ameisen, Käfer und viele mehr. Sie sind die unsichtbaren Helden, die das feine Gleichgewicht der Natur aufrechterhalten. Für zahlreiche andere Tierarten, den Boden, die Pflanzen und auch für uns Menschen. Trotzdem sind wir gerade dabei, diese faszinierenden Lebewesen auszurotten. Und zwar durch unsere moderne Lebensweise. Welche Rolle dabei das Handy spielen könnte, zeigt eine neue wissenschaftliche Studie, die BIFI-Studie. Mehr dazu in diesem Video. Wie konnte die Gesamtmasse von Fluginsekten innerhalb von 25 Jahren um 75% schrumpfen? Fast die Hälfte der weltweit erforschten Insektenarten ist rückläufig. Ein Drittel ist bereits bedroht. Bleiben uns am Ende nur noch Erinnerungsbilder von diesen wichtigen Lebewesen? Was wird dann aus unserem Ökosystem? Was wird aus uns Menschen? Ein wichtiger Grund für das Insektensterben ist der Verlust von natürlichen Lebensräumen. Vor allem durch die intensive Land- und Forstwirtschaft, durch Baumaßnahmen und auch durch öde Privatgärten. Pflanzenschädlinge, aber auch viele nützliche Insekten werden weltweit mit Unmengen von Ackergiften vernichtet. Außerdem leiden viele Insekten unter dem Klimawandel. Oder werden durch unsere Beleuchtung von Städten und Straßen gestört. All dies ist allgemein bekannt und wird von den Leitmedien, Behörden und Umweltverbänden thematisiert. Was aber die wenigsten wissen, Insekten sind äußerst empfindlich gegenüber elektromagnetischen Feldern. Die BIFI-Studie von 2023 belegt eindeutig, dass Mobilfunkstrahlung zu Schäden bei Insekten führen kann. Auch weit unterhalb der offiziellen Grenzwerte. Die Studie analysierte 119 wissenschaftliche Einzelstudien. Das Ergebnis: nicht-thermische biologische Wirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Insekten sind im Labor eindeutig nachgewiesen.
Diese Ergebnisse verdeutlichen eine akute Gefahr durch Mobilfunkstrahlung auf die Insektenwelt. Darum fordert die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Diagnose Funk von der Politik den Erhalt und den Ausbau von funkfreien Schutzzonen für Insekten. Das bedeutet, neue Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung von maximal 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Empfang ist dabei weiterhin möglich. Zweitens, keine Mobilfunksendeanlagen in Naturschutzgebieten. Die Insekten brauchen keine Bestrahlung, sondern Erholung. Und drittens, die Finanzierung weiterer Feldstudien, um die Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit anderen Schadstoffen herauszufinden. Denn wir wollen Technik sinnvoll nutzen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine Zukunft der Insekten kämpfen, weil jedes Summen, jedes Flattern und jedes Krabbeln von unschätzbarem Wert ist. Mehr Infos zum Insektensterben, zur Bifi-Studie und wie wir handeln können unter www.insekten-schützen.info. Was hier sehr eindrücklich in Bild, Ton und Text deutlich wurde, wird nun im Folgenden vom Hauptautor dieser Metastudie von Alain Till weiter ausgeführt werden. Co-Autorin dieser Studie sind die Biologin Dr. Marie-Claire Camart, Belgien, und der Biologe Dr. Alfonso Balmori aus Spanien. Alain Till ist Umweltwissenschaftler. Er hat an der Universität Freiburg Umweltwissenschaften studiert. In seiner Masterarbeit führte er Feldversuche mit Insekten unter Funkbelastung durch. Matthias Herrmann ist Campaigner. Er wird darstellen, welche politischen Forderungen nun gestellt werden müssen. Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, Ihnen heute Abend die Ergebnisse der Studie Biological Effects of Electromagnetic Fields on Insects vorzustellen, an der ich die letzten 2 Jahre mit den Kollegen Camarts und Balmori gearbeitet habe und die Ende 2023 in der Zeitschrift Environmental Health publiziert wurde. Ich hoffe, dass diese Studie zur weiteren Klärung der Frage beiträgt, wie sich elektromagnetische Felder, wie sie von Hochspannungsleitungen und Mobilfunksendeanlagen erzeugt werden, auf Insekten auswirken können. Angesichts der ökologischen Bedeutung der Insekten ist dies eine durchaus wichtige Frage. Gleich vorweg zum Hauptergebnis unseres Reviews. Viele Studien im Labor belegen, dass elektromagnetische Felder die Fortpflanzungsfähigkeit, das Verhalten, die DNA und die Gesundheit von Insekten beeinflussen können. Einige Freilandstudien zeigen ein gestörtes Verhalten von Bienen, eine sinkende Bestäubungsleistung in der Nähe von EMF-Quellen wie Hochspannungsleitungen und Mobilfunkmasten. Der hier beschriebene systematische Review befasst sich mit der Frage, inwieweit diese Erkenntnisse gesichert sind und welche Fragen noch offen sind. Unser Review ist nicht der erste zum Thema Insekten und EMF. Aber er gehört zu den derzeit umfangreichsten und wurde nach internationalen Qualitätskriterien erstellt. Das sogenannte Insektensterben wurde erstmals in deutschen Naturschutzgebieten 2017 eindeutig dokumentiert. Hier wurden zeltartige Malaisefallen, wie man hier eine sehen kann, zum Fangen der Insekten benutzt. Das ist ein auf einer Seite offenes Zelt, wo Insekten reinfliegen können, und am Ausgang im weißen oberen Teil fallen die Insekten dann in Alkohol und werden konserviert. So wurde die tägliche Biomasse ermittelt. So konnte festgestellt werden, wie man hier in der Grafik sehen kann, dass die Biomasse an Insekten in deutschen Naturschutzgebieten in den letzten 30 Jahren deutlich gesunken ist. Und zwar um etwa 75% der anfänglichen Biomasse. Dies und viele weitere Beobachtungen seitdem deuten auf einen deutlichen Rückgang der Insektenpopulationen, umgangssprachlich als Insektensterben bezeichnet. Laut neueren Studien beträgt der Rückgang etwa 9% pro Jahrzehnt als weltweiter Durchschnitt oder 47% in 36 Jahren über 21 Standorte in Europa berechnet. Das Insektensterben hat viele Ursachen
Unter anderem die Intensivierung der Landwirtschaft mit Einsatz von Pestiziden, der Verlust von Lebensraum, die Einschleppung neuer Arten, auch der Klimawandel in südlichen Regionen und so weiter. EMF spielen möglicherweise auch eine Rolle bei diesem komplexen Problem. Weitere Forschung und Untersuchungen sind erforderlich, auch um Wechselwirkungen mit anderen Faktoren herauszufinden. Eine international bekannte Studie von Sanchez Bio stellt die vermuteten oder schon erwiesenen Ursachen grafisch dar. Im Tortendiagramm ist der Prozentsatz an Studien pro Thema aufgelistet. Die meisten Studien befassten sich mit der Rolle von intensiver Landwirtschaft, Pestiziden und Düngemitteln, ökologischen Faktoren und der Verstädterung. EMF oder Elektrosmog würde in die 3% andere Schadstoffe fallen. Diese 3% bezeugen vor allem, dass es bislang zu wenig Feldstudien darüber gibt, ob Elektrosmog zum Insektensterben beiträgt. Es gibt jedoch ausreichend Studien, die sich mit Wirkungen von EMF auf Insekten im Labor befassen, welche nachfolgend beschrieben werden. Zuerst ein kleiner Rückblick auf die Geschichte der Erforschung der Auswirkungen nicht ionisierender Strahlung und EMF auf Insekten. Dieser Rückblick ist deshalb wichtig, weil er Aufschluss darüber gibt, warum die Studienlage immer noch unbefriedigend ist, aber inzwischen ausreichend, um ein Risikopotenzial einzuschätzen. Schon im Jahr 1999 wurden auf dem Symposium Effects of Electromagnetic Fields on the Living Environment der WHO, der Internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP und des Deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz Studien zu Auswirkungen auf Tiere und Insekten angemahnt. Ich lese aus dem Original. Zu den spezifischen Themen, die behandelt werden müssen, gehören EMF-Exposition von Tieren, Pflanzen und Meeresorganismen, Orientierungs- und Migrationswirkungen auf Vögel und Meeresorganismen, Verhaltensänderungen bei Insekten. Doch das blieb leider ohne Konsequenzen. Die Forschungslage, die es bis dahin zu Wirkungen des geomagnetischen Feldes, von Radar- und elektromagnetischen Feldern im Allgemeinen auf Tiere gab, zum Beispiel von Wilczko und Warnke, wurde nicht systematisch ausgewertet. Große Forschungsprojekte von Behörden nicht in Auftrag gegeben. 2023 mahnte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss EWSA nochmals Studien an. So heißt es im Papier des EWSA. Der Ausschuss fordert eine EU-Studie, die genaue Daten über die Auswirkungen der von Telekommunikationsantennen ausgehenden elektromagnetischen Strahlung auf wildlebende Bestäuber in ihren natürlichen Lebensräumen und über die notwendigen politischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines wirksamen Bestäuberschutzes liefern soll. Punkt 4.10 der gleichen EU-Veröffentlichung. Bestimmten wissenschaftlichen Studien zufolge kann sich die von Telekommunikationsantennen ausgehende elektromagnetische Strahlung auf die Population von Wildbestäubern in ihren natürlichen Lebensräumen auswirken. Darüber hinaus stufte der Wissenschaftliche Ausschuss Gesundheit, Umwelt und neu auftretende Risiken der Europäischen Kommission im Jahr 2018 das Risiko negativer Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung, insbesondere 5G, auf die Umwelt als höchstmöglich ein. Zusätzliche Bewertungen des Eclipse-Programms sowie unabhängiger Forscher haben bestätigt, dass elektromagnetische Felder Populationen von Insekten auf plausible Weise schädigen können. Der Ausschuss fordert eine EU-Studie, die genaue Daten zu diesem Thema und zu den notwendigen politischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines wirksamen Bestäuberschutzes liefert. Das bedeutet, für dieses EU-Gremium ist das Thema EMF und Insekten kein Nischenthema. Die Tragweite wird erkannt und Forschung angemahnt. Zunächst ein paar Infos zum elektromagnetischen Spektrum. Das elektromagnetische Spektrum bezeichnet die gesamte Bandbreite der elektromagnetischen Strahlung, wozu auch das sichtbare Licht gehört. Das geht von sehr langen Radiowellen zu sehr kurzwelligen Gammastrahlen. Das menschliche Auge kann nur einen kleinen Teil dieses Spektrums, das sichtbare Licht, wahrnehmen.
Darunter liegt Infrarot, was Sie von Ihren Fernbedienungen kennen, darunter Mikrowellen, wie sie auch im Mikrowellenherd verwendet werden. In diese Kategorie fallen auch WLAN und Mobilfunk. Netzstrom ist sehr langwellig und ist ganz links auf der Skala. Alle Wellenlängen unterhalb des sichtbaren Lichts werden als nicht ionisierende Strahlung zusammengefasst. Die Wellenlängen oberhalb des Lichts sind ionisierend, was radioaktive Strahlung mit einschließt. Wie also wirkt sich Strahlung im nicht ionisierenden Bereich auf Insekten aus? Gibt es weitere Argumente, abgesehen von der Frage des Insektensterbens, wieso sich Forschung mit EMF an Insekten lohnt? Es ist erwiesen, dass Bienen und Hummeln elektrische und magnetische Felder wahrnehmen können und dies nutzen zur Orientierung auf Sammelflügen oder zum Aufspüren von Blüten. Viele Laborstudien haben schädliche Wirkungen von EMF auf Insekten gefunden. Es ist anzunehmen, dass die Hintergrundbelastung durch die menschliche Infrastruktur in Zukunft weiter ansteigen wird. Insekten sind hervorragende Versuchstiere. Sie haben eine kurze Generationszeit, leben nicht lange, vermehren sich schnell, sind leicht zu handhaben. Falls es schädliche Wirkungen von elektromagnetischen Feldern gibt, betrifft dies alle Tiere und auch den Menschen, weil die biologischen Schädigungsmechanismen auf Zellebene übertragbar sind auf alle irdischen Lebewesen. Die Fruchtfliege Drosophila gilt zum Beispiel als Referenzorganismus für die Oogenese, also weibliche Keimdrüsen. Das heißt, dass sich Forschungsergebnisse von Insekten auf Tiere allgemein übertragen lassen. Zum Einstieg ins Thema hier ein Foto eines Versuchsaufbaus mit WLAN-Routern und Honigbienenstöcken, den ich im Laufe meiner Masterarbeit an der Uni Freiburg benutzt habe. Eine aktuelle Studie der renommierten Uni Hohenheim von Treder 2023 nutzte einen ähnlichen Aufbau und eignet sich, um die typischen Verfahren in der Forschung und die Relevanz dieser Forschung zu illustrieren. Hier wurde ein Aufbau in ähnlicher Konfiguration und Strahlenstärke wie bei einem typischen WLAN-Router in 2 Meter Entfernung verwendet. Man könnte auch sagen, dass dies typischen Leistungen in etwa 100 Meter von einer Mobilfunkbasisstation entspricht, wenn man sich in direkter Sichtlinie befindet. Die Forscher untersuchten die Entwicklung der Brut, die Orientierungsfähigkeit und die Lebenserwartung von Sammlerbienen und fanden, dass die Orientierung durch WLAN-Bestrahlung gestört wird. Hier der Versuchsaufbau. Die orangefarbenen Kästen sind die Bienenstöcke, EMF die Bestrahlten, C die Kontrollen. Bienen wurden entweder 7 Wochen lang WLAN ausgesetzt, das heißt über ihre gesamte Entwicklungs- und Lebenszeit, oder nur 40 Minuten. Bei 40 Minuten gab es keine deutliche Wirkung. Bei Langzeitexposition jedoch unterschied sich der Prozentsatz von Bienen, die nach Fangen und Aussetzen in 500 Meter Entfernung erfolgreich zu ihren Bienenstöcken zurückfanden, signifikant. 73 von 77 ausgesetzten, das sind 95%, der Bienen in der Kontrollgruppe kehrten erfolgreich zurück, verglichen mit nur 20 von 81, etwa 3/4 der Bienen in der EMF-Gruppe. Das kann man an den Tortendiagrammen hier sehen, wobei die Anzahl der ausgesetzten Bienen angegeben ist. Das Hauptergebnis der Studie: Die Strahlung wirkt sich negativ auf die Fähigkeit zur Orientierung aus. Eine weitere Studie, diese aus Chile von Molina Montenegro et al. 2023, untersuchte die Frage, ob Hochspannungsleitungen die Honigbiene stören oder verwirren. Auch wurde geschaut, ob dies Auswirkungen auf speziell dafür angelegte Felder von kalifornischem Mohn in der Nähe hat. Dafür wurden im Feld Untersuchungsbedingungen geschaffen, an- und abschaltbare Hochspannungsleitungen, Felder von kalifornischem Mohn ausgesät und über mehrere Jahre hinweg untersucht. Die Ergebnisse haben eine hohe Relevanz. Die Abbildung links zeigt, bei Leitungen außer Strom, EMF off, war die Blütenbesuchsfrequenz, die durch die blauen oder grünen Balken angegeben ist, die gleiche nahe bei, das sind die blauen, oder in 200 Meter Entfernung in grün von der Hochspannungsleitung. Bei Leitungen unter Strom veränderte sich jedoch das Bestäubungsverhalten stark.
In der Nähe der Hochspannungsleitung in 20 Meter Entfernung ging die Besuchsfrequenz drastisch zurück, was man an der deutlichen Abnahme der blauen Balken hier sehen kann. Das heißt, es gab fast keine Blütenbesuche mehr, mit der Auswirkung, wie man in der Grafik rechts sehen kann, dass die Dichte des untersuchten kalifornischen Monds im nachfolgenden Jahr deutlich abnahm. Die Skala zeigt die Dichte an Mondpflanzen. Diese Wirkung wurde bis in 100 Meter Entfernung von der Hochspannungsleitung beobachtet. Das sind Einzelstudien, aber wie ist die Gesamtstudienlage einzuschätzen? Vor unserem Review erschien eine bedeutende Arbeit, der Review von Milot 2022, erstellt für das Bundesamt für Umwelt der Schweiz, mit dem Titel Auswirkungen nicht ionisierender Strahlung auf Arthropoden. Arthropoden schließt alle Gliederfüßer, also Insekten, aber auch Spinnentiere mit ein. Der Review zog aus der Gesamtstudienlage folgende Schlüsse. Ich zitiere aus dem Originaltext. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die in den Studien beobachtete Wirkung die tatsächliche Wirkung widerspiegelt. Anthropogene, nicht ionisierende Strahlung stellen eine potenzielle Bedrohung für Arthropodenpopulationen dar, da sie den Selektionswert, die Fortpflanzung und das Verhalten von Individuen beeinträchtigen. Unter welchen Expositionsbedingungen solche Wirkungen eintreten, ist unklar. Die Wirkungen in größerem Maßstab auf die Population oder das Ökosystem sind unbekannt. Sollten sich die Wirkungen von nicht ionisierender Strahlung als groß und weit verbreitet erweisen, müssten wir mit einer Störung der Ökosysteme rechnen. Unser Review vertieft dies, weil auch eine Meta-Analyse durchgeführt wurde. Dies bedeutet, dass alle auf Englisch oder Deutsch verfügbaren Studien ausgewertet wurden, in puncto darauf, welche Schäden gefunden wurden und wie stark die beobachteten Wirkungen waren. Daraus wurden dann gebündelte Schätzwerte berechnet und die jeweilige statistische Sicherheit, also welche Befunde als gesichert gelten können und welche nicht. Hier die Gliederung, wie ich beim Verfassen meines Reviews vorgegangen bin. Zuerst kam die Studienauswahl, dann schauen wir uns die Entwicklung der Forschung an, danach geht es um die Aufteilung der Studien und Experimente. Dann kommen wir zu den Befunden und wie die Meta-Analyse durchgeführt wurde. Am Ende kommen die Schlussfolgerungen. Für die Auswahl der Studien wurde ein Prozess laut PRISMA-Richtlinien verwendet, eine heutzutage typische Vorgehensweise. Im ersten Schritt wurde mit einer Online-Suche begonnen, welche etwa 600 Artikel oder Studien ergab, die mehr oder weniger mit Insekten und elektromagnetischen Feldern zu tun haben. Im nächsten Schritt wurde eine Auswahl anhand des Titels getroffen. Dann kam eine Auswahl durch Anschauen des eigentlichen Artikels in gesamter Länge, um zu sehen, ob es ein Artikel ist, der zum Thema passt. Dann wurden die Artikel, die thematisch passen, auf ihre Qualität hin überprüft. Hier wurde eine Liste aus 13 Kriterien gewählt, die von einer Forschergruppe der University of Surrey auf das Forschungsfeld EMF zugeschnitten worden war. Eine Studie, die 11 Kriterien erfüllte, wurde als ausreichend befunden, um in die Meta-Analyse eingeschlossen zu werden. Von den 130 Studien erfüllten 119 die Qualitätskriterien und wurden für die Datenextraktion und statistische Auswertung beibehalten. Datenextraktion bedeutet, dass für jede Studie die Befunde für alle Experimente mit weiteren Angaben in eine Excel-Tabelle übertragen wurden. Hier die Excel-Tabelle für die Qualitätsbewertung oder besser gesagt ein Ausschnitt davon. Die meisten Punkte befassen sich damit, wie Experimente durchgeführt wurden, also methodisch, wie die Resultate präsentiert wurden und allgemein die Darstellungen, Logik, Statistik und Schlussfolgerungen der Autoren. Wenn eine Studie ein Kriterium erfüllte, wurde dies als 1 notiert, andernfalls als 0. Hier die Zahl der Studien nach Anzahl erfüllter Qualitätskriterien. Studien mit 11 oder mehr erfüllten Kriterien, was hier durch die gestrichelte Linie ausgedrückt wird, wurden beibehalten, die anderen verworfen. Die Qualität der Niederfrequenzstudien war allgemein besser als die der Hochfrequenzstudien. Wie schon in der Einleitung ausgeführt, es bestand lange Zeit kein großes Interesse, diese Forschung staatlich zu fördern.
Das ist immer noch so. Aber die Studienlage hat sich wesentlich verbessert bei Betrachtung der Entwicklung der Insektenforschung in den letzten 40 Jahren. Die Erforschung des Magnetsinns ist recht konstant geblieben mit leichtem Zuwachs. EMF-Studien jedoch haben seit etwa 2010 stark zugenommen. Wie man im Diagramm links sehen kann, verwendeten die meisten Experimente Drosophila Fruchtfliegen oder Honigbienen. Und für die untersuchten EMF-Typen am häufigsten wurden Handys, Helmholtzspulen, Radiofrequenz-Signalgeneratoren oder Mobilfunkbasisstationen verwendet. Mit Signalgeneratoren kann man alle möglichen technischen Hochfrequenzen wie WLAN im Labor nachahmen. Helmholtzspulen dienen seit den 80er Jahren als Simulation, das heißt Nachbildung von Hochspannungsleitungen im Labor. Hier kann man Helmholtzspulen sehen. Sie geben ein ähnliches niederfrequentes Feld ab wie echte Hochspannung, aber ohne die Gefahren und Probleme, die das Arbeiten mit Hochspannungsleitungen mit sich bringt. Nun exemplarisch Ergebnisse aus unserer Studie. Meist nimmt man nur das Hauptergebnis einer Studie zur Kenntnis, aber eine Studie besteht oft aus mehreren Experimenten. Wir untersuchten deshalb, wie sieht das mit der Aufteilung der Studien oder genauer gesagt der Anzahl der Experimente pro Kategorie aus. Dann wurde die Richtung der Wirkung ermittelt, also ob eine schädliche oder andersartige Wirkung festgestellt wurde. Nicht alle Experimente ergaben schädliche Befunde. Ein paar Prozent fanden positive Auswirkungen im Allgemeinen bei niedrigen Feldstärken und kurzen Versuchslängen, hier im Tortendiagramm. Bei manchen Experimenten ließ sich nicht ermitteln, ob die Wirkung nützlicher oder schädlicher Art ist. Zum Beispiel bei Zunahme oder Abnahme des Bewegungsdrangs. Daher die Kategorie unsicher in rosa. Zumeist handelt es sich dabei um Experimente, die ein verändertes Verhalten feststellten. Also es gab eine Wirkung, nur kann man nicht ermessen, ob diese gut oder schlecht ist oder neutral. Hier ist also noch mehr Forschung gebraucht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Hochfrequenzbefeldung bei Insekten öfter und deutlicher zu beobachtbaren Schäden führt als Niederfrequenz. Für Hochfrequenz fanden 57% der Experimente eine schädliche Wirkung, bei Niederfrequenz nur 38%. Dann mussten wir prüfen, ob diese schädlichen Wirkungen signifikant sind. Das wurde mit der Meta-Analyse gemacht, hier die Meta-Analyse der DECT-Studien. Für jede Studie wurden alle Experimente, die innerhalb dieser Studie gemacht wurden, in einer Excel-Tabelle aufgeführt, einschließlich Kürzel der Studie, Feldstärke, was der Strahlungsintensität entspricht, dann die Dauer der Bestrahlung oder Insektentyp und die gefundene Wirkung. Die Stärke der festgestellten Wirkung, die roten Blöcke hier, ist als Verhältnis der Mittelwerte der bestrahlten Gruppe im Vergleich zu einer unbestrahlten Kontrollgruppe angegeben. Also ob es eine geringe Veränderung gab oder eine starke. Werte größer als 1 geben eine schädliche Wirkung an. Durch das gebündelte Analysieren aller Experimente lässt sich ermessen, ob und wie stark schädliche Wirkungen gefunden wurden. Das ist die eigentliche Meta-Analyse. Das Resultat wird durch die gestrichelte Linie und die schwarze Raute ausgedrückt. Fast alle DECT-Studien fanden schädliche Auswirkungen. Ein paar vereinzelte Experimente, zum Beispiel das hier, fanden bei nur 30 Minuten oder einer Stunde Bestrahlung mit DECT eine positive Wirkung auf oxidativen Stress, also verringerten oxidativen Stress. Es ist nicht auszuschließen, dass geringe und kontrollierte Bestrahlung mit Hochfrequenzen gutartige und medizinisch verwendbare Wirkungen erzielen kann. An der Grafik sehen Sie, dass eine längere Bestrahlungsdauer zur Schädigung führte. Hier wird jedoch dringend mehr Forschung gebraucht, um zu ermitteln, ab welcher Feldstärke und Bestrahlungsdauer es den Insekten zu viel wird. Der Schätzwert der Meta-Analyse aller DECT-Experimente wird durch die schwarze Raute dargestellt. Der Wert hier 1,55 entspricht einer
55-prozentigen Zunahme, zum Beispiel an oxidativem Stress. Und dieser Schätzwert ist statistisch robust, also dieser Befund einer recht starken Wirkung kann als gesichert betrachtet werden. Diese Grafik stellt die gleichen Deckt-Experimente dar, allerdings mit der anderen benutzten Methode der Meta-Analyse, die Bayesische Meta-Analyse. Der Schätzwert der Meta-Analyse aller Deckt-Experimente wird auch hier durch die schwarze Raute dargestellt. Was kann man hier sehen? Die schwarzen Rauten aus den vorherigen Folien, also die Schätzwerte der Effektstärke, entsprechen den blauen Balken hier. Die Wirkungsstärke wird durch den Punkt in der Mitte angegeben. Die Ausdehnung des Balkens gibt das Konfidenzintervall, also die statistische Sicherheit, an. Die obere Abbildung zeigt die Rohdaten der Experimente als sogenannte Boxplots. Das gleiche Verfahren wie in der vorherigen Folie wurde auch für die anderen EMF-Quellen angewendet, um Schätzwerte zu erhalten der durchschnittlichen Wirkungsstärke und der Sicherheit, dass es sich dabei um reale Befunde und nicht Zufallsereignisse handelt. Der p-Wert für das Vorhandensein einer Wirkung ist mit Sternchen angegeben. Der Schätzwert der Deckt- und Handy-Studien hat 3 Sternchen, was heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Befunde das Ergebnis von Zufall sind, weniger als 1 zu 10.000 ist. Allgemein kann man sagen, dass die Rohdaten und die geschätzten Effektstärken für alle Hochfrequenzgeräte unter Laborbedingungen, also Deckt, Handys und Signalgeneratoren, sehr ähnlich sind, was auf einen einheitlichen Wirkungsmechanismus hinweist. Das ist gut, da es im Prinzip bedeutet, dass zum Beispiel Deckt- und Handystrahlung ähnlich wirken, etwa gleich schädlich sind und somit austauschbar. Das bedeutet, dass Forschungsergebnisse aus Studien mit Deckt wahrscheinlich übertragbar sind auf WLAN, Handys und so weiter und auch andersherum. Im Vergleich zu den Hochfrequenzgeräten sind Helmholtzspulen weniger stark und weniger deutlich schädlich. Wie wirken sich Basisstationen aus? Das ist die wohl brisanteste Frage. Im Labor, also der Simulation, ist sie beantwortet. Doch wie ist es im Feld, wo die Insekten beweglich herumfliegen und noch anderen Schadstoffen ausgesetzt sind? Es ist zu kritisieren, dass hier nicht schon vor 20 Jahren Studien begonnen wurden. Was ist das Gesamtergebnis unserer Meta-Analyse zu Basisstationen? Insgesamt ist die Frage der Toxizität von Basisstationen noch schwierig einzuschätzen, zumindest im Vergleich zu den Laborstudien. Man muss genau hinschauen, insbesondere auf die unterschiedlichen Wirkungsstärken, je nachdem, welche Art Studien man anschaut. Schaut man sich nur die Studien an, die die Fortpflanzung untersuchten, findet man eine geringe Toxizität im Bereich von etwa 10% verminderter Fortpflanzung. Die Studien, die die Dichte von Insekten untersuchten, fanden insgesamt einen deutlichen Rückgang, durchschnittlich um 50% der Insekten in der Nähe von Basisstationen. Was genau dies jedoch bedeutet, ob es insgesamt schädliche Auswirkungen hat, ist leider noch gar nicht erforscht worden. Das ist zu kritisieren. Nun möchte ich die Schätzwerte für Basisstationen im Detail erklären. Dafür habe ich die Gesamtzahl von 51 Experimenten aufgeteilt in 2 Untergruppen, je nach Art der untersuchten Wirkungen. Man sieht hier 4 Schätzwerte anstelle der 2 bei den übrigen EMF-Typen. Und die ersten beiden Schätzwerte sind viel geringer als die 2 letzten. Das kommt daher, dass hier 2 unterschiedliche Untergruppen an Experimenten untersucht wurden. Die beiden tieferen Balken sind die Schätzwerte der Wirkungsstärke, wenn man nur Studien über Fortpflanzungstoxizität betrachtet, also verringerte oder gestörte Fortpflanzung. Bei Betrachtung aller Basisstationsstudien zu direkten Einflüssen auf die Fortpflanzung, die man hier sehen kann, erhält man folgendes Bild. Manche Studien nutzten im Vergleich zu den Hochfrequenzstudien im Labor sehr geringe Feldstärken oder Strahlungsintensitäten. So geringe, wie man heutzutage in Europa selten draußen findet. Das waren Studien aus Indien. Zusätzlich hat eine eigentlich von der Methodik gute Studie das grobe Versehen gemacht,
die Insekten nur 48 Stunden oder 2 Tage lang der Hochfrequenzstrahlung von Basisstationen auszusetzen, im Vergleich zu mehreren Monaten bei den anderen Studien. Daher deutet das Gesamtergebnis hier auf eine niedrige Toxizität hin, na, sehr nahe bei Effektstärke 1, und bei 1 ist kein Unterschied zwischen Strahlt und Kontrolle, oder nur etwa 10% Abweichung zur Kontrolle. Es gibt aber auch ein paar Ausreißer in der Viva-Studie, ein Indiz, dass manche Insekten, zum Beispiel Käfer, empfindlicher reagieren als andere. Die beiden höheren Schätzwerte mit ausgedehnteren Konfidenzintervallen sind die Befunde, wenn man alle Basisstationenstudien betrachtet, die die Abundanz, das heißt die Dichte an Insekten oder das Verhalten maßen. Hier sind die Basisstationenstudien zur Dichte und dem Verhalten von Insekten. Man erhält ein sehr verschiedenes Bild. Die Abundanz an Insekten scheint um Basisstationen stark beeinträchtigt. Die Effektstärke liegt bei etwa 2, was hier eine Halbierung, also minus 50%, der beobachteten Dichte an Insekten entspricht, also eine starke Wirkung. In 2 Fällen wurde beobachtet, dass bodenbrütende Insekten sogar in der Menge zunehmen, je näher man zur Basisstation kommt, und zwar die bodenbrütenden Wildbienen und Schwebfliegen. Hier, da die Strahlung von Boden absorbiert wird und nicht in die Tiefe eindringt. Noch einmal zusammenfassend. Insgesamt ist die Frage der Toxizität von Basisstationen also ein komplexes Bild und momentan schwierig einzuschätzen, zumindest im Vergleich zu den Laborstudien. Es ist dringend mehr Forschung gebraucht. Auch ist es wichtig, nicht nur die Ergebnisse der Auswirkungen der Basisstationen anzuschauen, sondern aus den Laborstudien Schlussfolgerungen auf mögliche Wirkungen im Feld zu ziehen. Da Basisstationen die gleiche Strahlung wie Handys nutzen, ist bei gleichen Feldstärken eine identische Wirkung zu erwarten, was einer starken Wirkung entspricht. Die Feldstärken sind aber draußen niedriger als typischerweise in Laborstudien. Die bislang vorhandenen Studien deuten auf eine vergleichbare Schädlichkeit als bei den Hochfrequenzgeräten im Labor hin, aber mit großen Konfidenzintervallen und nicht statistisch gesichert, keine Sternchen hier. Diese Unsicherheiten müssen durch zukünftige Studien erst noch geklärt werden. Es liegen aber aktuell 3 Feldstudien vor, die von Treda der Uni Hohenheim und Nyirenda und Adelaya aus Afrika, die alle von negativen Auswirkungen berichten. Schon aufgrund dieser Studien und einer Gesamtschau kann man schlussfolgern, dass ein erhebliches Schädigungspotenzial besteht und eine Vorsorgepolitik notwendig ist. Hier ein Vergleich zwischen Mobilfunkstandort und Handy. In Feldstudien waren die Insekten meistens Bienenstöcke in 100 Meter Entfernung oder mehr von der Basisstation platziert, wo typischerweise eine Intensität von 1 Milliwatt pro Quadratmeter oder weniger zu messen war. Die Frage, wie viel Strahlung fliegende Insekten in der Nähe von Mobilfunkmasten aufnehmen, wurde noch nicht beantwortet. Im Labor wurden meist echte Handys verwendet mit typischen Intensitäten von 100 Milliwatt pro Quadratmeter. Weiter zum Thema der Basisstationen. Hier eine Computermodellstudie von Thielens 2018. Hier geht es darum, dass neue oder zukünftige höhere Frequenzen als heutzutage verwendet stärker von Insekten absorbiert werden. In der Farbskala hier durch rötliche und gelbe Töne angegeben. Blau bedeutet wenig Energie. Mehr von der abgestrahlten Energie kommt beim Insekt an, also bei den höheren Frequenzen hier. Für das neue Hochband 5G bei 26 Gigahertz, was in vielen Ländern gerade eingeführt wird, ist eine erhöhte Schädlichkeit zu erwarten, zumindest bei gleichbleibenden typischen Strahlenwerten in der Umwelt. Es bedarf also auch hier noch mehr Forschung, da es bislang keine Experimentalstudien gibt, die diese höheren Frequenzen von 5G untersucht haben. Und hier ein ganz aktuelles Bild vom Science Branch 36 der Schweizer FSM Stiftung, Ende 2023.
Es referierte eine Arbeitsgruppe von Professor Dr. Erni zum Thema, wo werden Millimeterwellen im Gewebe absorbiert? Forschungsansätze für eine virtuelle Mikrodosimetrie der Haut. Sie untersuchten auch die Auswirkungen von Millimeterwellen, wie sie bei 5G und 6G zur Anwendung kommen werden, auf Bienen. Auf ihrer Präsentation sind in Schaubildern die Einwirkungen von EMF auf Bienen in Computersimulationen dargestellt, die Sie hier sehen. Gelb-orange Farbtöne stehen hier für viel absorbierte Energie. Dunkel-schwarz für wenig. Sie bestätigen die Modelle von Thielens, also die vorherige Abbildung. Bei Ihrer Zusammenfassung kommen Sie zu dem Schluss: Insekten sind unsere Freunde. Was wäre ein geeignetes Expositionsmaß? SAR, das ist die spezifische Absorptionsrate. Es gibt neue interessante Fragestellungen und einen entsprechend großen Forschungsbedarf. Nach all dem, wie ist es nun mit dem Erfassen der realen Bedrohung für Bestäuber oder Fluginsekten? Nach den Laborexperimenten liegt die schädliche Dosis vermutlich bei etwa 2 Volt pro Meter oder 10 Milliwatt pro Quadratmeter bei einer mehrstündigen Exposition oder 6 Volt pro Meter, das sind 100 Milliwatt pro Quadratmeter bei nur einer Minute Bestrahlung. Das ist weit unter den Grenzwerten und entspricht realen Belastungssituationen, vor allem in Kommunen und nahe an Basisstationen. Mobilfunkbasisstationen sind schwierig zu beurteilen, da es ein Sammelsurium an Antennen und Standards gibt und es auch zu wenig Studien gibt bislang. Es ist nicht seriös, dass von Behörden hier aufgrund der Wissenslücken Nichtwissen als Wissen ausgegeben wird und man seit Jahrzehnten keine Anstrengungen unternimmt, offene Fragen zu klären. Die Frage, wie viel Hochfrequenzstrahlung ein vorbeifliegendes Insekt aufnimmt, könnte mit Drohnen, die mit Messgeräten ausgestattet sind, oder Computermodellierung ermittelt werden. Allgemein sind dringend mehr Feldstudien gebraucht. Das wird auch immer wieder von der EU angemahnt. Hier Zitate aus dem Bericht für das Europaparlament Umweltauswirkungen von 5G von Thielens 2021. Die Autoren empfehlen, Forschung zur Hochfrequenz-EMF-Exposition zu finanzieren als Grundlage für eine evidenzbasierte Politik. Zweitens, eine systematische Überwachung von Umwelthochfrequenz-EMFs zu fordern, da sich diese Exposition im Laufe der Zeit voraussichtlich ändern wird. Drittens, die Veröffentlichung von Informationen über betriebliche Aspekte von Hochfrequenz-EMF in den Telekommunikationsnetzen zu verlangen, um die HF-EMF-Exposition zu quantifizieren. Viertens, bei der Installation von Basisstationsantennen Untersuchungen zur Einhaltung der Vorschriften für andere Organismen als den Menschen erforderlich zu machen. Zum Abschluss unser Fazit. Biologische Wirkungen nicht-thermischer EMF auf Insekten sind im Labor eindeutig nachgewiesen, aber nur teilweise im Freiland, sodass die weiteren ökologischen Auswirkungen noch unbekannt sind. Es besteht ein Bedarf an mehr Feldstudien, aber die Extrapolation aus dem Labor, wie es in der Ökotoxikologie üblich ist, rechtfertigt bereits die Annahme einer Erhöhung des Bedrohungsniveaus der Auswirkungen von EMF auf Insekten. Umweltämter sollten sich mehr mit dem Thema EMF beschäftigen, da es nun Teil unserer Umwelt geworden ist und somit nicht nur eine technische Leistung, sondern ein ökologischer Faktor. Es braucht hier mehr Transparenz seitens Forschung und Politik und das Veröffentlichen von EMF-Karten, wie es sie schon für Schadstoffe und Lärm gibt, würde sicherlich helfen. Da die Industrie schon hochauflösende Karten besitzt, sollte die Politik hier eine Freigabe dieser Umweltdaten veranlassen. Auf der Grundlage einer Bewertung der Gesamtsituation der Studien über Insekten muss vor einem unbedachten Ausbau weiterer Mobilfunkinfrastruktur gewarnt werden, da schädliche Auswirkungen auf Insektenpopulationen zu erwarten sind, was somit Kosten für die Menschheit mit sich bringen würde.
Ja, lieber Anna, ganz herzlichen Dank dir für den sehr informativen Vortrag. Solange unsere technischen Moderatoren ihre Fragen im Hintergrund durchsehen, eine Frage an dich, Anna, zuerst. Wird in der Wissenschaft das Thema Mobilfunk, Hochspannungsleitung und Insekten bearbeitet? An den meisten Unis wird es nicht bearbeitet bislang. Es gibt ein paar Ausnahmen und es sieht besser aus für die Frage der Hochspannungsleitung oder die viele Gruppen experimentieren mit Helmholtz-Spulen, die die Hochspannung simulieren sollen. Ja, Forschung zu Mobilfunk gibt es recht wenig. Es scheint, dass, wie soll man sagen, Forscher eher Angst davor haben und lieber mit Hochspannungsleitungen forschen oder Helmholtz-Spulen als über Mobilfunk oder eben WLAN nutzen zum Beispiel. Das Problem ist, dass es bislang, also es ist ja ein themenfeldübergreifendes. Man braucht sowohl Kenntnisse in der Biologie als in der Physik oder Elektrotechnik oder so. Und die Kombination von beiden wird, soweit ich informiert bin, im Moment an praktisch keiner Universität sowohl Biologen noch Biophysiker noch Physikern beigebracht. Wobei man davon ausgehen sollte, dass besonders Biophysiker eigentlich am Thema interessiert wären, aber es ist kontrovers und komplex, aber es wird auch besser. Also die Erkenntnis nimmt zu. Das macht ja Mut. Wer stellt die erste Frage von unseren technischen Moderatoren? Ja, gibt es einen erkennbaren Rückgang seit Einführung der Millimeterfrequenzen? Und wenn ja, ab welcher Frequenz? Und passend dazu wäre auch die Einführung von Starlink, ob es da auch irgendwie eine Einschätzung gibt. Die Millimeterwellen wurden ja hier noch nicht eingeführt. Und Studien aus China, wo die schon weit verbreitet sind, gibt es bislang keine, die das untersucht hat. Starlink scheint harmlos zu sein, momentan, weil die Leistung oder die Energie, die abgegeben wird, also die Energie, die hier unten ankommt, ist extrem gering im Vergleich zu den typischen Feldstärken von Basisstationen. Bei den Millimeterwellen ist es so, dass ja diese hohen 5G-Frequenzen, also ab 24 Gigahertz aufwärts, die können in Deutschland schon genutzt werden. Muss man nur einen Antrag stellen bei der Bundesnetzagentur, werden teilweise auch schon genutzt, aber nur auf sogenannten Campusnetzen, also wenn sich irgendwelche Maschinen miteinander unterhalten. Und diese Frequenzen sind so hoch, dass die Atmosphäre eine so extreme Dämpfung diesen Frequenzen beibringt, dass man damit sowieso keine Fläche abdecken kann. Also das wird immer nur irgendwelche Kurzstreckenkommunikation sein, entweder zwischen irgendwelchen Maschinen oder sonst wo. Aber die große Fläche, in der die Insekten leben, wird mit Millimeterwellen nicht bestückt werden. Dazu ist einfach die Dämpfung zu groß. Ja, es wird gefragt, wie, also in welcher Art und Weise man den oxidativen Stress bei Insekten misst. Das wurde ja vorgestellt in der Studie und es wird, wie gesagt, nach der Art und Weise gefragt. Normalerweise misst man verschiedene Indikatoren für oxidativen Stress. Lipidperoxidation ist ein typischer, der andere sind. Zum Beispiel die antioxidativen Enzyme, ob die halt aufgebraut werden, wie Superoxid-Dismutase oder Katalase. Es sind etwa 5 bis 10 und 5 von denen werden mittlerweile auch in der Medizin üblicherweise eingesetzt, um nach oxidativem Stress, also im Blut zum Beispiel, zu schauen. Das sind die gleichen, die man nutzt bei den Insektenstudien, wie man bei Menschen das misst. Wer sich da fachlich genauer orientieren will, der Alan schreibt ja auch Rezensionen für den Elektrosmog-Report, in dem diese zellulären Vorgänge ganz genau besprochen werden. Also auf unserer Homepage EMF Data können Sie Studienbesprechungen auch zu Insekten und zu Bienen herunterladen, wo ganz genau beschrieben wird, wie wird es im Labor nachgewiesen, mit welchen Methoden.
Ja. Ich muss da schön jemanden vorstellen, das ist nämlich Peter Hensinger, der jetzt in unserer Diskussionsrunde ist. Peter Hensinger ist zweiter Vorsitzender von Diagnose Funk und ist zuständig für den Bereich der Wissenschaft. Nur, dass jeder weiß, wer jetzt hier ist. Es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache mit der Frage angesprochen worden. Dieser oxidative Zellstress funktioniert ja letztendlich bei den Insekten, wenn ich das richtig verstanden habe, gleich wie bei Menschen. Und deswegen ist das ja auch übertragbar. Ist das richtig so, Alain? Ja, das ist ein konservierter oder erhaltener Prozess, der also tierbiologisch, bei allen Tieren läuft es ungefähr gleich ab. Und da können die Menschen auch zu den Tieren Ja. sozusagen. Also es ist einfach auf einer Zellebene so weit unten in der Entwicklung, dass wir da alle die gleichen Zellvorgänge haben und dieser Ja. oxidative Zellstress in den Zellen entsteht. Gut. Wollen wir jetzt nicht Ja. weiter vertiefen, ist aber schon länger erklärbar. Ist es möglich, auch persönliche Erfahrungen von Imkern an ihren Beuten einzubeziehen? Es wäre gut, wenn Imker Seltsames feststellen, also dass ihre Bienen unter Hochspannung oder in der Nähe von einer Basisstation eingehen oder irgendwie gestörtes Verhalten zeigen oder was auch immer. Wenn sie das notieren und weitergeben, zum Beispiel an Diagnose Funk weitergeben, das würde helfen. Wobei eben prinzipiell stellt sich da die Frage, ob dann Imker auch interessiert wären an größeren Studien, wie sie jetzt zum Beispiel in der Uni Hohenheim oder, ja, okay, in Deutschland ist es eigentlich nur die Uni, die viel mit Bienen forscht im Moment. Das ist Ja, also. immer schwierig, Einzelbeobachtungen zu nehmen, die dann ja nicht unter einem wissenschaftlichen Voraussetzungen beobachtet werden. Ja, also man musste dann schon feststellen, was sind denn sonstige Faktoren, die auch noch zu dem jeweiligen verringerten Ernteerfolg oder eingehenden Bienenvölkern beitragen könnten. Und das müsste dann eigentlich schon vor Ort wissenschaftlich begleitet werden. Wenn es nur da 10 Imker sagen, ja, bei uns ist hier eine Hochspannungsleitung und mein Volk ist eingegangen, dann weiß ich noch nicht, ob es nicht vielleicht an der falschen Behandlung lag oder zu viel Varroamilbe oder irgendwie strenger Winter oder was auch immer. Also das Ja, ist. mir haben schon mehrere Imker auch im Schwarzwald erzählt, unter Hochspannungsleitungen werden ihre Bienen aggressiv. Das ist ein Das Be ist genau, das ist bekannt. so ein Erfahrungswissen. Und aggressiv werden sie ja nicht durch irgendeinen Zufall. Also so Erfahrungswissen hat natürlich Genau. auch einen stillen Wert. Genau. Also sowas ist, glaube ich, auch sogar wissenschaftlich erforscht. Ja, da gibt es einige Studien dazu, Ja, genau. von amerikanischen und europäischen Gruppen. Also die Verhaltensstörungen und Aggression oder Hyperaktivität ist durch Hochspannungsleitungen ist gut belegt. Wenn Imker sich Sorgen machen, ist die aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass die Gabe von Antioxidantien helfen könnte. Dann wiederum, wenn genügend Imker sich beschweren oder die Frage stellen, dann werden auch also Forschungsgelder fließen. Und dann wird die Frage auch schneller geklärt. Man Darf könnte ich? über die Abschirmung von Bienenstöcken mal sprechen, wobei immer das Einflugloch offen ist. Das Ja, kommt mir ich. jetzt gerade. Das habe ich irgendwie noch nie gehört, dass man Bienenstöcke einfach abschirmen könnte. Aber das, so wie man Häuser abschirmen kann und dann EHS-Betroffene in Häusern leben können, wo sie außen nicht mehr leben können, gehört das ja bei Bienen im Grunde auch vorstellbar. Wäre möglich, aber da gibt es nichts dazu, Allah. Gibt es da Untersuchungen Es dazu? gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das funktioniert für die Hochspannungsleitungen, wenn Ah. man die Bienenstöcke also Ja. erdet oder mit einem Faradayschen Käfig, der geerdet ist. Nee, für Basisstationen gibt es bislang keine Studien. Aber es sollte auch funktionieren. Die Frage dort ist allerdings, ob das ausreichend ist, weil unter Umständen die Bienen auch darunter leiden könnten, wenn sie einfach zu nah. Also die Sammlerbienen, wenn sie zu nah an den Antennen vorbeifliegen. Das ist aber noch nicht untersucht worden. Aber für die Bienen im Stock wäre das eine Lösung, ja. Welche positiven Effekte konnten bei kurzen Bestrahlungsdauern beobachtet werden?
Reduzierter oxidativer Stress konnte beobachtet werden. Hyperaktivität oder wie bei der Gabe von Stimulantien, also eine erhöhte Ausschüttung von Neurotransmittern. Es gibt Anzeichen bei Ratten oder auch am Menschen, dass geringe Mengen das Risiko für Alzheimer reduzieren, aber dass es auch schnell kippen kann. Und bei Insekten ist die Dosis wahrscheinlich, Insekten vertragen weniger von Pestiziden oder vielen Schadstoffen. Das heißt, die Dosis, die sie vertragen, ist wahrscheinlich geringer als die wie von Ratten oder Menschen. Dosis heißt, ein gewisser Strahlenwert eine gewisse Zeit lang. Und die Zeit oder die Strahlenstärke, ab der es schädlich wird, ist bei Insekten wahrscheinlich geringer als bei größeren Lebewesen wie Ratten, Menschen und so weiter. Weil ja auch die Frage ist, ob Hyperaktivität jetzt wirklich was Positives ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach ein Stress ausartet und die Tiere dann einfach also halt kürzer leben. Also live fast, die young oder so. Man muss ja jetzt schon einschätzen, dass jetzt wirklich eine Meta-Analyse vorliegt, die es so in der Weise noch nicht gegeben hat. Das ist eigentlich ein wissenschaftliches Ereignis. Und die Studie vom Alan Kamerz und Balmori hat ja den Peer-Review-Prozess durchlaufen. Also man muss sehen, wo stehen wir hier? Die haben die Studie geschrieben, in der Zeitschrift eingereicht, von anderen Wissenschaftlern aus dem Fach geprüft und haben gesagt, ja, die Ergebnisse dieser Meta-Analyse stimmen. Im Labor ist es nachgewiesen, bewiesen. Das heißt, dann ist für uns als Diagnose Funk, die wir ja Politik machen, eigentlich klar, Vorsorge muss gemacht werden. Und in welche Richtung, denkst du, muss jetzt dringend Forschung gemacht werden, um das Ganze zu beweisen? Also wir haben jetzt ganz viele Hinweise, Beweise im Labor, Hinweise im Feld. Da hast du ja gesagt, die Signifikanz ist da, aber noch nicht mit den 1 zu 10.000, wie du gesagt hast. Was muss jetzt eigentlich gemacht werden, wissenschaftlich? Ja, bei den Feldstudien ist die Signifikanz noch nicht so, dass man sagen kann, dass die Wirkung überhaupt sichergestellt ist. Also es braucht auf jeden Fall noch mehr Feldstudien und zwar am besten gut ausgeführte, komplexe, die nach mehreren Feldstärken schauen, am besten von mehreren Forschungsgruppen. Ja, also gute Studien braucht es. Bislang gibt es viele Studien aus Ländern, die nicht so allgemein von Wohlstand gesegnet sind wie in Europa oder Amerika. Und da mangelt eben oft dann irgendwas an den Studien. Deshalb, also diese Ungerechtigkeit, dass hier so viel Forschungsgelder für alles Mögliche ausgegeben werden und die Leute eigentlich qualifiziert sind, aber es nicht gemacht wird. Das muss sich ändern. Welche Mindestentfernung sollten denn Bienenstöcke von Hochspannungsleitungen und von Mobilfunkbasisstationen haben? Und dabei nebenbei erwähnt, dass man natürlich die nicht abschirmen kann, die verschiedenen Wildbienen, die im Gelände so im Feld leben. Ja, für die Hochspannungsleitungen würde ich sagen, 100 Meter sind so ein sicherer Abstand. Aber es gibt auch da Ultra-Hochspannungsleitungen, wo es vielleicht weiter weg noch sein muss. Bei Basisstationen ist es komplizierter zu sagen, weil das Feld, was die abgeben, ist nicht gleichmäßig, sondern das sind einzelne Strahlenfächer. Und da hängt es davon ab, ob. Also zum einen die Höhe ist unterschiedlich und dann wo die Bienenstöcke stehen. Stehen die direkt in einem Strahlenfächer, direkt in Sichtlinie, nichts dazwischen, was die Strahlung absorbiert? Am besten müsste man es eigentlich messen. Jetzt grob geschätzt würde ich sagen, auch 100, 200, unter Umständen noch mehr. Es gibt Antennen, die stärker strahlen, vor allem auf dem Land, mehr als in Städten. Und da ist auch oft also es hängt auch von der Höhe der Antenne ab, ob sie direkt auf die Bienenstöcke strahlt oder drüber wegstrahlt. Muss man eigentlich
vor Ort messen, kann man schwer einfach so pauschal sagen. Bei Hochspannungsleitungen kann man es sagen. 100 Meter, weil ja, reichen im Allgemeinen. Jetzt übergebe ich an Matthias von Hermann, um jetzt als Campaigner darzustellen, was müssten wir eigentlich tun, wenn wir politisch arbeiten wollen. Ja, Peter Hensinger hat es ja gerade schon gesagt, diese BIFI-Studie, die wir heute hier vorstellen, ist tatsächlich die bislang umfangreichste Aufarbeitung der Forschungslage. Und genau deswegen ist es eben auch für Umwelt- und Naturschutzorganisationen hochinteressant, diese Studie sich genauer vorzunehmen. Wenn Sie auf Webseiten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen gehen, die sich mit dem Bienensterben, insgesamt mit dem Insektensterben beschäftigen, dann werden da eine ganze Reihe Gründe genannt, unter anderem Pestizide, intensive Landwirtschaft, Monokulturen und so weiter und so fort. Auch die Klimakatastrophe ist da mit dabei. Und da gehört inzwischen nach dieser Studie eben auch, gehören auch die elektromagnetischen Felder dazu. Auch die Politik muss natürlich diese Studie zur Kenntnis nehmen, denn zum einen ist die Lokalpolitik zuständig für Mobilfunksendemasten. Also wenn Mobilfunkbetreiber weitere Sendemasten aufstellen wollen, dann ist das was, was die Lokalpolitik bestimmt oder auch das Dialogverfahren einleiten kann. Das haben wir ja in diversen Webinaren zum Thema kommunale Handlungsfelder auch schon thematisiert. Und die Bundespolitik spielt genauso eine Rolle, denn die Bundespolitik entscheidet über die Grenzwerte und sie entscheidet darüber, in welche Richtung Forschungsgelder gehen. Und Anna Till hat es ja gerade schon angesprochen. Neben der Tatsache, dass wir schon aus dem Labor viel kennen und ab jetzt Vorsorgepolitik dran ist, müssen wir parallel dazu ja auch wissen, wie stark und wie intensiv muss diese Vorsorgepolitik denn sein? Also was müssen wir draußen im Land mit den Installationen tatsächlich ändern? Und da brauchen wir gute Feldstudien, die vom Bund finanziert werden müssen und eben nicht von Telekom, Vodafone und dergleichen. Und genau deswegen haben wir diese BIFI-Studie so aufgearbeitet, dass Sie, liebe Zuschauer, viele von Ihnen sind ja auch in Bürgerinitiativen aktiv, dass Sie, liebe Zuschauer, diese Studie bei Ihren Lokalpolitikern, bei Ihren Bundespolitikern, bei Ihren Umweltschutzorganisationen oder Ihren Umweltämtern vorstellen können. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst mal unsere Botschaft. Wir wissen aus der BIFI-Studie, Insekten werden laut dieser Studie durch Mobilfunkstrahlung geschwächt und haben ein Orientierungsproblem. Und deswegen stellen wir ganz laut die Frage, ist Mobilfunkstrahlung eine zusätzliche Gefahr für Insekten? Die Studie selber liegt vor, zunächst mal als, Sie sehen es hier, als Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Reviews on Environmental Health. Dort entsprechend sind, was waren es, 17 Seiten, glaube ich. Wir haben diese Studie auch übersetzt ins Deutsche und ins Französische. Genauer gesagt, Alain Till hat es getan, weil er als Luxemburger auch das Deutsche, wie Sie gehört haben, und auch das Französische beherrscht. Das heißt, wir haben im Grunde drei Originalstudien vorliegen oder die Originalstudie in drei Sprachen vorliegen. Wir haben auch ein Faktenblatt erstellt in gleich fünf Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Auf diesem Faktenblatt wird auf einer Seite zum Teil mit Zitaten aus der Studie und zum Teil mit Zusammenfassungen die Studie erklärt. Das eignet sich prima, um schnell zu verstehen, was da eigentlich drin steht. Da muss man nicht die 17 Seiten durchlesen und auch nicht die etwas kompliziertere wissenschaftliche Sprache aus der Zusammenfassung der Studie. Dann haben wir Symbole entwickelt für diese, ja, im Grunde Kampagne, die wir hier Ihnen heute hier vorstellen. Das eine ist eine kleine Wildbiene mit einem kleinen I auf dem Rücken. Und wir werden einen Aufkleber produzieren, Durchmesser 7 cm. Da werden Sie sicher vielfältig Plätze finden, wo der auftauchen darf und hingeklebt wird. Dann haben wir zwei Webseiten aufgesetzt. Zum einen insektenschützen.info und protectinsects.info. Also das gleiche nochmal auf Englisch für den internationalen Sprachraum, zumal wir auch mit einer Organisation aus USA zusammenarbeiten und mit europäischen Initiativen, die Diagnose Funk entsprechen. Also in anderen europäischen Ländern gibt es auch solche Initiativen wie uns.
Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Für die sind auch die sprachlichen oder die Übersetzungen der einzelnen Fakten oder des Faktenblatts. Und für die ist natürlich auch die englische Fassung der Webseite. Wir haben auf unserer Diagnose-Funk-Webseite drei Artikel zur BIFI-Studie außerdem, wo wir erstmal die Studie nochmal darstellen, dann ein Interview mit dem Bienenforscher Dr. Warnke und sozusagen der Weg, wie es denn überhaupt zur Bienenstudie oder zur Insektenstudie, zur BIFI-Studie kam, nochmal dargestellt, angefangen mit diesem Symposium von 1999, das Alain Till in seinem Vortrag gerade auch genannt hat. Das können Sie also nachlesen. Und wir haben das Video, Sie haben es am Anfang gesehen, einmal auf Deutsch und auch auf Englisch produziert. Auch hier natürlich für die internationale Anwendung. Und wir haben Forderungen. Forderungen an die Bundespolitik und an die Landes- und an, oder an Lokalpolitik meistens dann. Diagnose Funk fordert von der Politik den Erhalt und den Ausbau von funkfreien Schutzzonen für Insekten. Und das bedeutet konkret Beschränkung der Mobilfunkstrahlung auf 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Das haben Sie im Video gesehen. Dann als zweites, in Naturschutzgebieten dürfen keine Mobilfunksendemasten neu gebaut oder weiter betrieben werden. Insekten brauchen nämlich keine Bestrahlung, sondern Erholung. Und die dritte Forderung ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil sagt, die Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischen Feldern und anderen Umweltschadstoffen müssen untersucht werden. Also wenn Bienen oder andere Insekten draußen in der Natur durch Pestizide schon gestresst sind und vielleicht durch Mangelernährung gestresst sind, weil es nicht mehr genügend Blüten gibt oder durch Klimawandel gestresst sind. Und dann als weiterer Faktor noch elektromagnetische Felder dazukommen, dann ist das eine ganz andere, für das Insekt viel bedrohlichere Situation, als wenn ich im Labor nur das Insekt mit den elektromagnetischen Feldern bestrahle. Und als zweites, wir brauchen weitere Feldstudien, nämlich unter der Frage, wie werden Insektenpopulationen bereits durch die derzeitige Infrastruktur beeinflusst? Jetzt die Frage, was können Sie tun? Fragen Sie nach, ob die BIFI-Studie bekannt sei und welche Konsequenzen gezogen wurden. Und zwar zum Beispiel als aktives oder zahlendes Mitglied bei Natur- und Umweltschutzverbänden. Die Verbände müssen nämlich sich bei dem Thema Insektensterben nun auch mit dieser BIFI-Studie auseinandersetzen. Sie können es auch als Einwohnerin oder Einwohner tun. Und zwar dort bei ihren Lokalpolitikern oder bei ihrer Bürgermeisterin nachfragen, ob die diese Studie schon kennen. Denn bei Entscheidungen über Sendemasten muss nun auch die Insektenwelt in Betracht gezogen werden. Und als Wählerinnen oder Wähler können Sie Bundespolitiker ansprechen. Und zwar die aus Ihrem Wahlkreis. Manche werden sagen, das ist nicht mein Zuständigkeitsgebiet. Ich bin für Außenpolitik oder für Wirtschaftspolitik zuständig, aber nicht für Naturschutz, dann bitten Sie, das entsprechend weiterzuleiten oder fragen Sie, wer denn sonst zuständig ist. Denn die Grenzwertdebatte und die Finanzierung von Freilandstudien, die müssen jetzt angegangen werden. Da hilft uns, ich bin nicht zuständig, nicht weiter. Da muss ich den finden, der zuständig ist. Und Sie können natürlich Mobilfunkartikel in Ihrer Lokalzeitung beantworten mit Leserbriefen und dabei einfach auf die BIFI-Studie verweisen. Und wenn Sie darauf verweisen, dann nutzen Sie doch zum Beispiel diesen zentralen und belegbaren Satz der BIFI-Studie. Nicht thermische, biologische Wirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Insekten sind im Labor eindeutig nachgewiesen. Diesen Satz finden Sie in der Zusammenfassung. Der geht dann im Original, in der Studie, noch ein bisschen weiter. Sagt, in der Natur weiß man das nicht so genau. Und sagt dann aber auch, warum man das nicht so genau weiß, weil es nämlich noch nicht genügend Feldstudien gibt in der Natur. Das heißt, dieser Satz, wie er hier steht, im Labor ist es nachgewiesen, der bleibt und der ist richtig, denn das zeigt die BIFI-Studie. Vielen Dank, Matthias. Das war in der Kürze wirklich klar pointiert und ganz wesentlich, bietet nun Handlungsräume für jede und jeden. Das ist für mich eine ganz wichtige Möglichkeit, jetzt aus dem, was man an Wissen hat, herauszugehen und das politisch wirksam zu machen.
Wir sind in der Zeit relativ weit fortgeschritten, aber ich denke, es gibt doch noch eine oder zwei Fragen, könnten wir noch zulassen, eben Ja. zu dem, was jetzt Matthias vorgestellt hat. Es wurde gleich die Frage gestellt, was kostet denn in etwa so eine Feldstudie, dass man sich das auch mal vorstellen kann? Also mit Bienenstöcken zu arbeiten, ist teurer als beobachtende oder andere Feldstudien im Allgemeinen, weil Bienen sind relativ teuer. Bienenstock im Vergleich zu Hummeln oder Wildbienen oder andere Insekten, die schon vor Ort zu finden sind. Wenn man nur die Spezialisten für eine Quartierung zahlen muss, sind es wahrscheinlich ein paar tausend Euro. Wenn man auch noch Bienenstöcke braucht, und dann ist es eben, sind es 10, sind es 20. Ich habe nur ein bisschen mit Bienenstöcken selbst gearbeitet. Ich weiß, die kosten ein paar hundert Euro pro Stück, glaube ich. Ich meine, da kommen ja noch die Personalkosten dazu. Ja. Da müssen Wissenschaftler irgendwie ein Jahr oder 2 Jahre beschäftigt werden und müssen da halt, ja, das sind das ein paar Jahresgehälter zusätzlich. Das sind wahrscheinlich die Hauptkosten sogar. Ja. Je nachdem, wie lange die Studien gehen sollen. Es braucht eigentlich lange gehende Studien. Bislang war ein Fehler, dass oft nur zu kurz beobachtet wird. Und dann kann man nicht sagen, ob es nicht generationenübergreifend oder eben chronisch, also nach einem Jahr erst, Wirkungen auftreten. Wenn das 5, 6 Wissenschaftler sind, die das so eine Studie durchführen über 1 bis 2 Jahre, dann ist man schnell bei mehreren 100.000 Euro. Aber der Staat hat das Geld. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat mehrere Millionen bereitgestellt für diese Forschung zum Beispiel jetzt, wo auch die Uni Hohenheim dann abgegriffen hat. Also bei so einer wichtigen Frage darf es an Millionen nicht scheitern. Entscheidend finde ich, dass Sie dazu beitragen, Imkerverbände vor Ort, wo Sie Kontakt haben, in Ihrem Dorf oder in Ihrer Kleinstadt, in Ihrer Stadt, an Imker das ranzutragen. Wenn da die Fragen kommen, und die Imker sind ja die Leute mit den Bienen, und die sagen, oh, mit der Studie muss man sich beschäftigen, ihre Politiker fragen, dann hat es natürlich eine große Wirkung. Es wird gefragt, wozu denn die Industrie diese hochauflösenden EMF-Karten erhält oder die Unternehmen, ne? Und wie diese EMF-Karten aussehen, die wurden vorhin angesprochen, und wie man die als Bürger nutzen kann. Bislang kann man sie als Bürger nicht nutzen. Aber die Industrie nutzt die, um zu planen, wo halt Funklöcher sind und wo noch dann neue Mobilfunktürme aufgebaut werden müssen. Oder wenn ein neuer Standard wie 5G eingeführt wird, wo das hinkommt, wie weit die strahlen müssen und so weiter. Prinzipiell mittlerweile nutzen die. Nutzt die Industrie einfach Computermodellierung. Also es reicht, wenn man hat Messungen mit einer Antenne gemacht, also die typischen quadratischen oder rechteckigen Antennen, und weiß dann, wie sie strahlen. Also wie es prinzipiell ist wie eine Taschenlampe, wie der Strahlenkegel aussieht und wie verdünnt er wird über die Distanz. Und dann gibt man das in ein geografisches Informationssystemmodell ein und dann bekommt man eine schöne Karte, ähnlich wie eine Lärmkarte oder eine Karte von Schadstoffen, wo man dann rot zum Beispiel sind dann Stellen mit hoher Strahlenstärke nahe bei den Basisstationen oder im direkten Licht, also Strahlungsstrahl. Bislang gibt es nur diese Balken, die man bei Vodafone oder Telekom und so weiter. Sehen kann, ob überhaupt eine Versorgung da ist. Also ein Balken, zwei Balken, drei Balken, keine Ahnung. Aber das ist halt, was sind die Balken? Was sagt das aus? Und die Betreiber haben aber die genauen Werte und genaue Karten. Und diese wären sehr nützlich, um überhaupt Feldstudien planen zu können, damit man weiß, wo hat man ein geeignetes Gelände, wo ein Gradient der Strahlung vorkommt und wo auch die anderen Faktoren kontrollierbar sind oder bekannt sind, zum Beispiel am besten nicht neben einer Autobahn oder da, wo sehr viel Pestizide schon vorkommen. Also die Karten würden sehr helfen, Feldstudien zu konzipieren. Und bislang gibt es keine. Deshalb, man muss selbst rumfahren und Messungen machen. Ich habe für meine Masterarbeit 3 Wochen lang bin ich rumgefahren und habe Messungen gemacht, um 10 Orte zu finden.
Landschaftsschutzgebieten habe ich gesehen, warum die nicht geschützt werden sollen. Natürlich, von mir aus auch. Wir müssen halt irgendwo anfangen. Ja. Und das sind die Naturschutzgebiete, war jetzt so das Erste, wo wir mal anfangen. Wir können auch gleich sagen, man muss überall und alles schützen, aber irgendwo muss man eben anfangen. Gut, ich glaube, dann machen wir einfach an der Stelle jetzt einen Cut. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich übergebe an unsere technische Moderatorin Kathi Langner, bitte. Ja, danke schön. Und ich möchte genau auf das verweisen, was der Helmut Kern gerade angesprochen hat, und zwar auf die nächste Veranstaltung von Diagnose Funk am 19. April um die gleiche Zeit, wo an den Jörn Gutbier und an den Matthias von Hermann alle möglichen Fragen gestellt werden können. Das ist dann im Format eines Meetings, also wo man sich auch selber zeigen kann, die Frage auch selber stellen kann, ganz direkt sprachlich. Und es geht um ja alle möglichen Themen, die mit Mobilfunk zu tun haben. Wie Sie hier sehen, kommunalpolitische Handlungsmöglichkeiten, Aufbau von Bürgerinitiativen, Verbraucherfragen. Und in der letzten Zeile sehen Sie die Adresse, in der man sich dann schon jetzt anmelden kann. www.diagnose-funk.org Schrägstrich Dialog. Diese BIFI-Studie hat uns viel Geld gekostet. Und auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dank ganz herzlichen Dank an die, die uns da tatkräftig unterstützt haben, finanziell, weil wir es erst dadurch geschafft haben, diese Studie und auch die ganzen Nacharbeiten, also sprich Webseite, Faktenblätter und so weiter, das alles umzusetzen. Und wir möchten natürlich damit weitermachen. Und Sie sehen, die Arbeit von Diagnose Funk, das lohnt sich, da zu investieren. Denn wir treten sozusagen an, um die politische Arbeit hier voranzutreiben. Deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig fördern als Fördermitglied, oder die uns einmalig spenden. Alle, die Fördermitglied sind, haben auch die Möglichkeit, montags und dienstags die beiden Vorsitzenden, Jörn Gutbier und Peter Hensinger, direkt ans Telefon zu bekommen. Diese Telefonsprechstunde haben wir eingerichtet, weil es einfach regelmäßig viele, viele Fragen gibt, sowohl aus Bürgerinitiativen, Hilfe, was mache ich? Der Mast kommt oder der Mast ist angekündigt, oder bei mir sollen Funkverbrauchszähler eingebaut werden, also auch Verbraucherschutzfragen beantworten wir da. Verbraucherschutz eher montags bei Jörn Gutbier. Wissenschaftliche Fragen und Bürgerinitiativfragen eher dienstags bei Peter Hensinger. Da erreichen Sie uns immer gut. Ich möchte zuerst noch einen Dank an die Referierenden Alain Till und Matthias von Hermann für ihre sehr aufschlussreichen Ausführungen aussprechen. Dank auch an die technischen Moderatorinnen Kathi Langner und Anja Schmidt für ihre Arbeit, denn das ist nicht immer leicht, im Hintergrund jetzt zu finden, was passt jetzt, vor allen Dingen, wenn die Zeit sehr knapp ist, was ist jetzt die wichtige, zielführende Frage, wo können wir weitermachen? Dann möchte ich in eigener Sache hinweisen, dass man bei Mobilfunk Bürgerforum den Ortsgruppenstatus und damit den Vereinsstatus als Ortsgruppe erreichen kann, erhalten kann. Da findet man hier alles, wie man das machen kann. Das ist sehr gut, denn dann kann man als Verein vor Ort informieren, kann als Verein vor Ort auftreten. Genau jetzt im Zusammenhang mit dieser vorgestellten Kampagne ist es wunderbar, wenn man diesen Vereinsstatus hat. Und dann möchte ich einfach ermuntern, umzusetzen, all diese Informationen, die Sie heute gehört hatten, in die Öffentlichkeit und dorthin umzusetzen, wo es auch etwas bewirkt, nämlich dort, wo die Entscheidungsträger sitzen. Was bleibt vom heutigen Abend? Insekten können auch durch Mobilfunk und elektromagnetische Felder geschädigt werden. Das kann im Labor so nachgewiesen werden. Deswegen stellen wir die Frage, ob Mobilfunkstrahlung eine zusätzliche Gefahr für Insekten darstellen. Zweitens, das Umweltministerium muss dringend weitere Feldstudien in Auftrag geben. Das ist vorher schon angesprochen worden. Das sollte man wirklich mitnehmen. Deswegen ist eben auch Vorsorgepolitik wichtig. Und Informationsmaterial stellt Diagnosefunk bereit. Wir alle, Sie alle können etwas tun und das Problem dorthin bringen, wo etwas entschieden wird. Und dass das gelingen wird, das wünsche ich Ihnen und uns allen einen guten Abend noch. Adieu.
Ade. Guten Abend. Adieu.